So, und wer wissen möchte, wie die schöne Stoffrose geht, den zeige ich das gerne auch mal schnell. Aus Schleifenband gemacht, geht im Prinzip mit jedem Schleifenband. Länge, so Pi mal Daumen, ungefähr einen Meter. Ihr könnt so ausstrecken, die Armlänge lang, abschneiden. So. Und dann geht es eigentlich ganz flink. Einmal hier so eingeschlagen und zusammengerollt. Das ist im Prinzip die Spitze der Rose, der Anfang. So. Und dann nehmt ihr das in die rechte Hand ganz locker und zwischen Zeigefinger und Daumen die komplette Länge des Schleifenbandes. Und dann schlagt ihr das ein, so wie so ein Dreieck, und dreht es locker so zusammen. Und das wird dann automatisch, faltet sich das immer wieder ein bisschen ein. Das könnt ihr dann locker wieder runterdrehen und zusammenschieben. Und das im Prinzip so lange, bis das Schleifenband fertig ist. Dann dreht ihr die Rose, das Rosenband immer wieder ein und automatisch wird es so schön. Die Spitze ziehen wir gleich noch runter. Ist dann kein Problem. So. Sieht natürlich auch schön aus mit goldenem Schleifenband. Für goldene Rosen hatte ich jetzt auch schon zu dem Adventskranz. Einfach so ein bisschen eingeschlagen. So. Das geht automatisch, wenn man das einmal raus hat. Das ist so einfach. Und nur locker drehen, das ist wichtig. Immer die rechte Hand locker lassen. Das dreht sich ja automatisch, schiebt sich automatisch zusammen, das Schleifenband. Leicht einschlagen und einfach rumdrehen. Und so werden diese Rosenblätter automatisch schön. So. Das sieht man schon, da kann man die Spitze so ein bisschen nach unten ziehen. So, und dann wird es automatisch auch so, wie es sein soll. Und je mehr Band man hat, je größer das wird, desto größer wird dann natürlich auch die Rose. Ne? So, das dann hier zusammen machen und zusammenbinden. Schön, ne?